Hallöchen und Shit! Bekommt ihr auch davon so Ohrenschmerzen wie ich oder bin ich der Einzige? Der scheint ja noch schlimmer zu sein als ich. Halleluja! Aber heute bin ich hier mit dem ersten sinnlos lustigen Glitch und ich hoffe, ihr habt gute Laune, denn anders könnt ihr diesen Glitch nicht verkraften. Er ist einfach so sinnlos. Aber er hat es verdient, auf meinem Kanal präsentiert zu werden, denn na, er ist auch ein bisschen lustig. Und zwar seht ihr da schon mal im Hintergrund so ein paar Eindrücke. Da liegen einfach mal ein paar Leichen hinter mir. Alle sehen irgendwie gleich aus und das Lustige daran ist, dass alle eine Glatze haben, alle gleich angezogen sind, aber unter diesen Menschen doch auch eine oder andere Frau ist und die werden sich hier dann alle duplizieren, so klonen und dann liegen die da alle am Boden und wie ihr das alles machen könnt, das zeige ich euch jetzt, aber erstmal beginne ich mit einem ganz wichtigen Tipp, wie dieser Glitch auch anders nicht funktionieren wird. Ich muss es leider auch erfahren und zwar habe ich hier diesen Glitch mal angewendet. Dazu müsst ihr erstmal in einem Heli sein, Beifahrer dann im Heli sein, euer Kumpel muss dann ein bisschen über dem Boden mit dem Heli schweben und dabei müsst ihr auf Freunde gehen und zwischen den Freunden und der wechseln, allerdings nicht zu schnell, denn sonst bleibt das hängen, so wie es bei mir hier der Fall ist. Ich brauchte erstmal meine Sekunden, bis ich das gerafft habe. Nee, nicht Sekunden. Was ist das? Was ist das? Ich brauchte richtig lange, bis ich es gerafft habe. Da seht ihr es, es hängt. Und ja, jetzt können wir erstmal warten. Ich dachte, es geht weiter, weil ihr hört noch kurz den Sprachchat. Bei denen sieht das auch noch alles weiter flüssig aus. Bei meinem Kumpel hier, der hat gesagt, nein, ich bin nicht rausgeflogen, bis ich ihn endgültig nicht gehört habe. Dann war ich leider draußen und musste alles nochmal neu anfangen und nein, weiter geht's dann hier mit dem Frogger, habe ich es dann nochmal versucht. Mit dem Maverick geht's ja übrigens auch, ihr dürft es nur nicht zu schnell machen und hier zeige ich euch jetzt mal das richtige Tempo. Das ist genau das richtige Tempo, einfach so hintereinander durch die Freunde gehen. Ihr seht, wie der Heli wackelt, weil von oben diese Menschen in die Rotorblätter vom Heli reinfliegen und dazwischen hört ihr einfach immer so Schreie. Manchmal spritzt sogar das Blut an den Bildschirm und dann seht ihr schon, liegen die ersten Leichen mit ihrem Taschengeld, was sie verloren haben, darum. Und so geht's dann auch jetzt nochmal weiter. Und jetzt werde ich auch mal kurz vorspulen, damit wir ein paar mehr Leichen haben. Aber meine Freunde, denkt daran, macht es nicht in dem Tempo. Das ist natürlich hier alles vorgespult. Wenn ihr es in dem Tempo macht, oh mein Gott, ich will nicht wissen, was da los ist. Dann fliegt eure Playstation wahrscheinlich auseinander. Ja, jetzt liegen hier ein paar mehr Menschen unten. Da seht ihr das ganze Taschengeld von denen und auch ein paar Snacks. Ja, da könnt ihr euch auch Snacks von denen nehmen. Ist das nicht toll? Und jetzt entdecken wir gleich etwas Phänomenales. Ich dachte, das sind nur Typen, die da spawnen. Immer nur ein und dieselben Typen mit den gleichen verpixelten Schuhen. Seht ihr übrigens, schwarz-weiß kariert und alle haben eine Glatze. Bis dann, da sehen wir doch, was ist denn das? Auf was dreht sich denn da rum da hinter mir? Schaut euch das an, das ist doch eine Frau mit Glatze. Erstmal dann angeguckt, also Gott, das konnte ich nicht glauben. Da spawnen also immer nur Leute mit Glatzen, egal ob Männlein oder Weiblein, alle haben eine Glatze. Da erstmal in die Euter gleich geschossen. Oh! Okay, gut. Das war's vom Glitch. Er ist sinnlos, aber lustig. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen, obwohl sowas eigentlich nicht so cool ist, weil sowas bringt uns einfach nicht weiter. Aber doch, es bringt uns Spaß. Und Spaß ist sehr wichtig in GTA Online. Oh! Und dann, ja, hoffe ich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir ein Like da lassen könntet. Und über den einen oder anderen neuen Abonnenten für die täglich besseren Glitches würde ich mich umso mehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer... Yeah.